Günther Jauch gehörte immer zu den beliebtesten Moderatoren in Deutschland. Doch mittlerweile verliert er Sympathiepunkte. Er gilt als Inbegriff des perfekten Schwiegersohns. Doch dieses Image bröckelt. Immer häufiger zeigt Günther Jauch eine Seite von sich, die alles andere als freundlich und nett ist. Eher arrogant und abgehoben. Steigt dem TV-Moderator der Erfolg etwa zu Kopf? Günther Jauch haut einen fiesen Spruch raus. Günther Jauch hat mal ganz klein angefangen, als unbekannter Sportmoderator beim Radio. Er weiß also, wie es ist, wenn man kleine Brötchen backen muss. Dafür kokettiert er umso lieber damit, wie reich er heute ist. Während einer Sendung von Wer wird Millionär? Spekulierte eine junge Kandidatin bei der 16.000-Euro-Frage auf die Hilfe des Moderators. Doch Jauch entgegnete nur, die Sendung heißt Wer wird Millionär? Und da soll ja der Millionär werden, der noch nicht Millionär ist. Ganz schön überheblich so mit seinem Vermögen zu prahlen, fanden auch einige Zuschauer. Arroganzanfälle wie diese kommen bei dem Moderator leider immer häufiger vor. Bei einem besonderen Special seiner Quiz-Sendung konnte mit Jauch verhandelt werden. Dabei rutschte ihm bei Kandidatin Katharina Richter raus. Geht es Ihnen wirklich um diese lächerlichen 2000 Euro? Ups, bei all seinem Erfolg scheint der Moderator vergessen zu haben, dass 2000 Euro für viele Menschen eine Menge Geld ist. Er lästert nur abschätzig über die Teilnehmer, man merkt dann schon, wie die Gier in ihnen hochsteigt. Ganz schön anmaßend.